Servus Leute, zurück zu Might and Magic Heroes 7. Ihr habt gewählt und hier ist das Ergebnis. Bastion ist es. Als nächstes werden wir uns Bastion widmen. Haarscharf und sehr knapp mit Necropolis eure Abstimmung. Und ja, ich werde es so machen, wir werden, da Necropolis immer weit oben war, gehe ich mal einfach davon aus, dass wir jetzt die nächste Abstimmung sparen können und danach vermutlich Necropolis kommt. Irgendwie sehen diese Abstimmungen bisher so aus, als würden wir die Kampagne, die eigentlich als Einsteigerkampagne gedacht ist, also als Tutorial sozusagen, als letztes machen, nämlich Zuflucht. Aber ich werde wahrscheinlich, naja, schauen. Egal, wir werden jetzt erstmal uns um Kente kümmern. Kente, eine Frau, Ehefrau unter Brüdern. Kente weiß gute Geschichte. Legende von Imani. Mutige Kriegerin, die Wüstenorks vor tragischem Schicksal rettete. Beste Verbündete sind mehr als Freunde, sind gleiche. Kente weiß gute Geschichte, die von Wüstenorks der Sahar. Schauen wir uns das hier mal genauer an. Soll ich diese Informationen ein weiteres Mal erzählen? Nein. Lord? Kente weiß gute Geschichte, Legende von Imani. Mutige Kriegerin, die Wüstenorks vor tragischem Schicksal rettete. Wir sind jetzt wieder ziemlich gut in der Vergangenheit. Nicht so weit wie die anderen, aber ja, es sind einige, na wobei, hier beim Start der Akademie-Kampagne war ja gerade die, ja, der Aufruhr, die Rebellion der Orks. 5 Jahre später werden wir wahrscheinlich jetzt die Geschichte erfahren, wie sich die Orks befreien konnten. Ein sehr ambitionierter Hass. Jahr des siebten Drachen, 472. Krebshäuptling Django bereitet seinen Großangriff auf die Zauberstadt Albertil vor. Eine seiner Untergebenen, Imani, versucht, versklavte Tiermenschen für die Sache der Orks zu gewinnen. Los geht's! Ich höre. Und ihr, Waffenmeister, was machen eure Pläne, unsere Truppen zu verstärken? Ich vermute, die Stämme der Orks reißen sich nicht darum, für einen Milchzahn zu kämpfen. Ivan vermutet richtig. Aber ein Mann ist guter Freund von vielen Orkhäuptlingen. Wenn Andras neben Ivan kämpft, werden Orks folgen. Andras? Ein Söldner aus Hammerfall. Auch bekannt als der Rabe. Der Rabe? Ihr meint, er stammt von meinem Bruder Sandor ab? Ah, Anya ist Schwester von Sandor Rabe? Sandor Konyakti? Also ist Andras von unserem Blut. Kente, wird Andras im Namen seiner Familie kämpfen? Andras hat Preis, wie alle Söldner. Andras will, was Ivan nicht braucht, wenn Ivan Imperator ist. Andras will Geburtsrecht. Andras will Greifherzogtum. Das ist ein dreistes Ansinnen. Beste Verbündete sind mehr als Freunde, sind gleiche. Wenn Rat heute Geschichten erzählt, weiß Kente auch gute. Geschichte von Wüstenorks der Sahar. Lasst hören. Die Wüstenorks. 5 Jahre ist es her, dass die Rebellion gestartet hat. Wie sieht es aus? Imali, eine... Ja, ich bin mal gespannt. Ist sie Kämpferin? Ist sie Machtheld? Oder ist sie Magieheld? Je nachdem. Sie wird wahrscheinlich unser Held für die Kampagne sein. War ja der Freiheit. Als großer Befreier Kunyak Volk der Orks aus Land der Zauberer führte. Ich glaube, wir alle kennen die Geschichte von Kunyaks Exodus. Das nicht diese Geschichte. Wenn Herzog zuhört, wird Herzog sie hören. Verzeiht uns, Kente. Unser Herzog spürt die Last der Geschichte auf seinen Schultern. Fahrt bitte fort. Ivan weiß von Orks, die mit Kunyak zu Pao-Inseln segelten. Und Ivan weiß von Orks, die in Ranar-Steppe flüchteten. Aber weiß Ivan von Orks, die blieben? Da gab es großen Ork-Krieger namens Django, und Django wollte nicht fliehen. Django nannte Kunyak Feigling, sagte, Orks sollten bleiben und Zauberer vollkommen vernichten.
Viele Krieger folgten Jenko, dürsteten nach Zaubererblut. Geschichte Kente will erzählen, ist Geschichte von Imani, Ork-Kriegerin, die Jenko folgte. Imani sollte eine von Orks größten Helden werden. Worüber wollte Imani reden? Amari sollte sich auf kommende Schlachten vorbereiten. 20 Monde hat Imani für Jenko gegen Zauberer gekämpft. Aber Jengos neuer Plan stinkt wie Goblinfurz. Lecker. In einem Mond greift Jenko Al-Betil an. Große Stadt der Toten. Eine der sieben. Sieg dort wird wichtig sein, wird alles verändern. Amari hat Zauberstadt gesehen. Voll von Toten, die nicht schlafen und essen und hohe Mauern bewachen. Orks zu wenige, zu müde. Jenko führt Orks zur Schlachtbank. Amari vertraut Jenko. Jenko, großer Krieger, hat Orks zu vielen Siegen geführt. Aber Jenko überlässt Denken Blutrage. Rache strömt in Jenko wie Wasser einer Trinkenden. Imani hat Auge verloren, als Imani Jengu zuletzt blind gefolgt ist. Wenn Imani Tiermenschen überzeugen will, Ketten zu brechen und mit Orks zu kämpfen, hat Imani einen Monat Zeit. Jenko wäre nicht begeistert. Orks tun, woran Orks glauben, das orkische Art. Und wenn Imani Erfolg hat, Jenko wird Verstärkung begrüßen. Großer Bruder ist weise. Imani wünscht, Jenko würde mehr auf Amari hören. Was denn jetzt? Jenko oder Jenko? Der eine sagt Jenko, die andere sagt Jenko. sehr gut, okay, die ist komisch drauf, okay. Jenko war das nicht... Imanis Späher fanden Tiermenschenlager im Tal südlich von Al-Betül. Gnolle, Zentauren, Harpien und noch eins mit Rakshasas, den stolzen Löwenmenschen. Nice. Wenn Imani alle vier dazu bringen könnte, sich zu erheben, würden Orks Zauberern gewachsen sein. Aber Imani hatte nur einen Monat Zeit. Ja, das kriegen wir hin, einen Monat Zeit. So. Beende die Karne, ohne Imani zu verlieren. Na gut, das macht Sinn. Findet Gnolle, Zentauren, Harpien, Rakshasa und bringt sie dazu, sich euch anzuschließen. Sammelt die Tiermenschen binnen eines Monats. Gibt bloß Erfahrung. Schade. Du bist ein Machtheld. Jawohl, Machtheld. So, schauen wir doch mal deren... Warte mal, Bastion haben wir. Jetzt muss ich überlegen. Nee, Bastion kennen wir nicht aus der Beta. Ist also neu. Bastion und... ja. Und die... Nee, warte mal. Dunkelelfen, Waldelfen, Zuflucht, Akademie. Bastion und Nekropolis kannten wir nicht. Okay. So, was haben wir hier? Dem Heldenstand wird das 20-fache der aktuellen Blutrage hinzugefügt. Was ist Blutrage? Blutrage Noviz. Der Held beginnt mit 5 Blutrage. 20 für 100 Schaden. Der Wert mit dem Angriff verbündeter Kreaturen zu... Wert wird mit dem Angriff verbündeter hinzugefügt. Vermindert sich hier im Laufe der Schlacht minus 2. Das ist mal, wenn er einen Krivaten oder Verteidigung als Aktion wählt. Dann haben jeder eine... Blutrage ist vorbei, sobald sie den Wert mit dem Können ausmachen auf untote Konstrukte. Aha. Alle Verbündeten fügen allen benachbarten Kreaturen Schaden zu. Blutrage vorbei ist. Der Schaden beträgt das 100-fache der Anzahl von Runden, die Blutrage gedauert hat. Verbündete Kreaturen in Blutrage halten eine Zugweite? Naja. Ja, vielleicht nützlich, wenn wir... warten. Nein, ich muss doch warten. Mit weitere Blutrage. Verbündete Kreaturen in Blutrage wird nur die Hälfte des direkten Schadens durch Zauber zugefügt. Na gut. Extra Initiative. Oh, das ist mal neu. Zwei weitere Blutrage. Die Moral aller verbündeten Kreaturen wird um das Doppelte der aktuellen Blutrage gesteigert. Aha.
Der Held beginnt mit einem Blutrausch, wird jedes Mal um 1 gestärkt, wenn eine beliebige Einheit vernichtet wird. Ja, wir brauchen viele Fernkämpfer, das weiß ich jetzt schon. Sehr schön, wir haben Schicksalsmacht. Ah, das ist gut. Wir haben Defensive sogar als Horn. Steigert sich ab. Okay, Abwehr. Die Verteidigung hat sich gewährt, das ist nicht gut. Gegen Fernangriff, gute Abwehr. Wir haben der Führung, wir haben Erkunden, das ist wichtig. Wieder mal. Ja, Kriegsgeräte ist unnütz, haben wir beim letzten Mal rausgefunden. Zum Angriff oder Vormarsch. War Vormarsch nicht das, was mir... Okay, Schicksalsmacht gefällt mir. Mit dem Helden kann ich schon deutlich mehr anfangen. Diplomatie? Nein. Ach, die hat schon Diplomatie. Ja, okay. Der Held beginnt mit dem Talent Defensive im Rang Noize und der Fähigkeit Vitalität. Extra Lebenskraft für verwundete Kreaturen in der Schlacht. Das ist nicht schlecht. Wir gehen wahrscheinlich mit diesen Einheiten sehr offensiv vor, weil sonst würde die Blutrage runtergehen. Also, immer in den Angriff. Nicht warten. Vernichten. Sofort. Alles. Dieses Gebiet wird von Zaubern kontrolliert. Wenn ihr Erfolg haben wollt, müsst ihr eure Schlacht mit Sorgfalt wählen und euch auf eure Hauptziele konzentrieren. Macht Sinn. Was habe ich eigentlich an Truppen? Was habe ich überhaupt? Ich habe gar nichts, prinzipiell. Gut, dann werden wir auch nicht diese geringen Gegner kämpfen. Besonders, dass sie fernkämpfen. Okay, wir haben einen Zauber. Und jetzt sollten wir, das habe ich mir ja vorgenommen, direkt von Anfang an mal alle Einheiten durchgehen. So, Bastion hat Gnolle als Basiskreatur. Das sind Fernkämpfer. Gnolljäger. Das waren doch die, die noch zusätzlich schlagen. Gelegenheitsangriff. Wenn die Kreatur selbst nicht im Nahkampf ist, erhält sie sofort einen freien Schuss mit halbem Schaden auf Feindkreaturen, die im Nahkampf angegriffen werden. Auf jede? Das wäre eine super Unterstützung. Also wenn... steht da nicht von einmalig. Aber wahrscheinlich wird es bloß einmal gelten, weil sonst wäre es ein bisschen OP. Angriff und Rückwehr? Da brauchen die viel Zugweite eigentlich. Angriff und Rückwehr. Keine Gegenwehr. Ja, die Furien. Wieder mal sehr, sehr mächtig. Die waren schon immer sehr mächtig. Was ändert sich denn da eigentlich? Bloß ihre Initiative. Und dass sie halt noch nicht keine Retaliation haben. Sehr mächtig. Wüstlinge sind wohl die stärkste. Die sind stark. Aber sind langsam. Dämonische Abstachung. Ja, die kommen schon ein bisschen mehr. Nicht zu bändigen. Jegliche Familie Zugbreite. Also, in den Angriff mit euch. Sehr hoher Angriff sogar. Wie sieht's mit den Lebenspunkten aus? Ja, die sind nicht schlecht, die Orks. Wundere mich gerade. Ja, es gibt ja bloß eine Ork-Einheit. Was ist das für eine Bastionsfraktion? Es geht um Orks und da gibt's nur eine Orks. Naja, egal. Zentauren. Sehr stark. Manövrieren. Die gehasste Fähigkeit, die total useless ist. Fernkämpfer. Voller Schaden. Ja, Zentauren-Marodeure sind schon stark. Ja, genau, das war das. Na, dann sind Zentauren doch ganz gut. Aber die werden deutlich stärker und extra voller Schaden. Wobei, wir haben nicht Offensive. Bei Offensive wäre es egal gewesen. Dann Sandlindwurm. Schaden, extra gut. 38 Leben, haben Fähigkeit Erdresistenz und Regeneration. Und die Giftlindwürmer, wahrscheinlich noch Gift irgendwas. Werden mit ihnen in der Runde danach noch einmal... Ja, die zersetzen nochmal. 7 und 6. Dann Basiliskenreiter. Sehr viel Leben haben die. Sehr viel Leben, Versteinerung. Von einem Glücksfall oder bis zum nächsten erlitten schon lahmgelegt. Oh, das ist gut. Da muss Schicksalskraft gesteigert werden. Und die stärkere Variante? Große Reichweite. Kleine Kreaturen können gegen den Angriff der Kreatur keine Gegenwehr leisten.
Oha. Das ist auch nicht schlecht. So, und dann vermutlich meine Lieblingseinheit. Haha, nicht der Zyklop. Seine weiterentwickelte Version. Rundumschlag. Ist auch nicht schlecht. In einem kleinen Bereich rings um die Ziele ein. Liegt die Getrocknung. Lahmlegen. Lahmlegen ist so mächtig. Ein Glückstreffer. Schicksalskraft ist also dann schon mal gesetzt. Das brauchen wir. So, das ist meine Lieblingskreatur. Reichweite, schön Feuerschaden und so weiter. Wobei, den Behemoth werden wir vermutlich auch mal testen. Scharfe Krallen ignoriert die halbe Abwehr, also macht er guten Damage. Wichtiger ist aber eher dem alten Behemoth seine Fähigkeit der Angriffssprung. Doppelte seine Zugweite und so weiter und so fort. Ja, wir brauchen Sachen, die unsere Zugweite erhöhen, damit wir möglichst immer zu den Gegnern direkt kommen können. Das ist hier der Fokus in diesem Spiel, in dieser Fraktion, würde ich mal sagen. Initiative und Reichweite. Schaden ist vorhanden. Weil dann können wir auch die Blutrage perfekt ausnutzen. So, wir haben ja noch nichts geschafft. Wir haben noch gar nichts gemacht. Jetzt haben wir erstmal die Fraktion kennengelernt. So. Wir sollen, der Hinweis kam, wir sollen uns nur auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Das machen wir auch. Gnolle zum Beispiel. Die Gnolle. Befreit die Gnolle. 20 Gnolle, Führungskraft. Her damit. Ernst wollen wir nicht. Wie kann ich euch befreien? Was riecht also? Orks, viele Orks. Zu viele für Kampf. Halb Mensch, halb Hyäne. Imani von Gnollen gehört, sind Spürhunde von Zauberern. Gnolle sind keine Hunde. Und doch halten Zauberer Gnolle in Zwingern mit Halsband und Ketten. Die Herren nennen uns schmutzig und stinkig, gemein und feige. Sicher, Kaftar badet nicht gern, aber Kaftar wird auch nicht gern geschlagen. Imani kann Ketten zerreißen und Zwinger öffnen. Gnolle können mit Orks gehen. Zum Stamm gehören keine Hunde mehr, sondern Krieger. Wir sollen also die Hand beißen, die uns füttert. Lecker. Ich bin hungrig. Immer hungrig. Sprenge die Ketten, Ork Imani. Die Gnolle gehen mit dir. Das war einfach. Habe ich ein Level abbekommen? Nee. Schade. So viel dazu. Sprengt die Ketten. Befreit den Fluss. Jetzt kann ich meine Kämpfe besser wählen. Was sagt denn ein Schnellschlag gegen den? Das probieren wir selbst. Wenn es bloß einer ist, dann wird er wahrscheinlich deswegen draufgehen, weil wir ihn angreifen. Mit unserer Heldenfähigkeit. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob ich die Ressourcen überhaupt brauche. Vielleicht habe ich ja niemals eine Stadt hier, weil ich habe ja einen Monat Zeit und alles und blöblöb und blöblöb. Schlacht beginnen. Trotzdem, die Erfahrungspunkte sind auch welcome. Willkommen. Very welcome. So. Die haben noch eine höhere. Bumm. Bumm. Das ist ja schlecht. Naja, ich kann mich mit denen bewegen, ohne... Ohne extra Blutrage zu verlieren. Stimmt.
Anstatt zu warten, müssen die einfach sich bewegen. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Mission jetzt Erkunden als erstes ausbauen sollte, weil wir haben nichts. Wir haben keinen aktiven Gegner gegen uns. Und es ist deutlich wichtiger. Auf dieser Straße der Akademie, die euch gewiss angreifen, wenn sie euch entdecken. Ihr haltet euch besser von der Straße fern, es sei denn, es gelöst euch nach einem richtigen Kampf. Ein andermal vielleicht. Patrouillen. So, wir fetzen uns durch die Gegner durch. Wir wählen die Kämpfe aus. Nachdem, ob wir Verluste erleiden oder nicht. Vermutlich. Und so. Hier tippe ich auf Nein. Ich darf nicht warten, also muss ich sofort angreifen. Ich darf nicht verteidigen, also gehe ich einen Schritt zurück. Da muss halt mein Held diesmal ranhalten. Leider wird er auch jede Runde schwächer. Komm. Doppelangriff, oder? Nein. Warum kein Doppelangriff? Oh, shit. Das war... Was, Geist? Ach, komm schon. Geist brauche ich doch nicht. Mehr Abwehr. Feind. Diplomatie. Wirklich Vermehrung. Oh, das ist eigentlich nicht schlecht bei Diplomatie. Goldsinn. Das ist unwichtig. Ein Held extra Abwehr. Das ist gar nicht mal so schlecht für eine Verteidigung. Moral, kein Problem. Wir sind ja schon... Ah, wir sind ja schon hier. Extra Initiative? Nee. Ah, Mist. Sichtweite? Grabschen habe ich schon. Ah, das ist ein guter Skill. Tja, dann vielleicht doch... Boah, ich bin unentschlossen. Schicksalsmacht ist auch wichtig. Der hat ja gar keine Ressourcen bekommen und sowas. Ah, kommt. Feurige Rage. Wir steigern erstmal unser Haupttalent. Das mit Grabschen ist schon nicht schlecht. In dem Fall will ich lieber Erfahrungspunkte, weil ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt das Gold benötigen kann. Zeigen. Komm, zeige mir die Wege. Ja, den hätten wir aus... Die Harpien. Die Zentauren. Und die Rakshasas. Die Harpien. Lass mich raten, ich muss diese Kristallpfeiler... zerstören. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was der alles kann. Der kam einfach so. Okay, 20 Harpien, Führungskraft, 20 Zentauren, immer Führungskraft. Führungskraft ist nicht schlecht. Und immer Erfahrungspunkte. Die wollen anscheinend mit uns reden. Was ist das?
Ein magischer Käfig, von Zauberern errichtet als Gefängnis für Harpien. Die Zauberer benutzen uns für Spiele und zu ihrer Belustigung. Dann fangen sie uns mit Magie und verbieten uns, den Wind unter den Flügeln zu spüren. Willst du uns auch verspotten? Kann ihm Annie helfen, tut sie es. Rings um das Nest sind Pfeiler, die den Barrierenzauber speisen. Zerstöre diese Pfeiler, dann sind wir frei. Also tatsächlich. Wir müssen die Pfeiler zerstören. Alles klaro. Spinnen und dort erstmal den Fernkämpfer loswerden. Tja, und dann wird es eine längere Reise werden. Für meine Gegner. Was ist hier? Warum ist hier so ein Feld? Hat das irgendeine Bedeutung, dass ich jetzt da drauf stehe? Ist es gut? Ist es schlecht? Wahrscheinlich ist es sehr schlecht, oder? Einfach mal hin und her laufen. Sollte man auf die draufhauen und auf die drauf schießen. Die kommen immer noch nicht. Oh! Immer noch nicht bis zu mir hin. Dum, 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 dum. Ja, ist ja schön, Moral, aber schön hinten bleiben. Noch bist du zu schwach und ich muss jede Einheit, wenn möglich, schützen. Na, ich mach kein Meucheln. Komm, töte beide. Geht doch. Ja genau, greif den an. Der hält mehr aus. Und macht einiges an Damage. Tja. Put. Ja, der ist schon zerstört worden. Ich könnte es einfach plündern. Warum sollte ich das aber machen? Ich bräuchte eher... Will sich denn keiner mehr anschließen? Hier irgendwelche rumstreunenden Orks oder so? Niemand? Schade. Erfahrungspunkte. Vielleicht kriege ich noch ein Level. Yes. Okay. Mehr Rage. Skelette, aber erst hier... Oh, ernste Gegner. Schlacht beginnen. Zum Glück habe ich jetzt mehr Rage, damit ich denen mehr Schaden zufügen kann. Das waren die einfachen Magier, oder? Ich bin doch da extra geschützt, oder? Bin ich da nicht extra geschützt? Nein, bin ich nicht. Weil er seinen Schuster hat, der durchgeht. Töte! Wir brauchen Schicksalsmacht! Zum Glück hat er jetzt keinen verloren. Schon wieder drei verloren. Oh, ich hätte bloß zwei gebraucht. Fluch. Wir hätten nicht gedacht, dass du
uns helfen würdest. Vielleicht können wir eine Weile mit dir fliegen. Deine Augen am Himmel sein. Nicht nur vielleicht. Das weiß ich sehr zu schätzen, nämlich. Okay, ach Mist, dann hätte ich nicht gegen die gekämpft, sondern gegen die. Oh. Wartet. Die Straßen sollen wir nach... Hier sind Zentauren. Ich habe hier aber... Die Zentauren. Was ist denn hier los? Die Zentauren. Die Zentauren, 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 Zentauren. Wie komme ich denn dorthin? Ohne, dass ich nicht über die Straße gehe. Natürlich komme ich da nicht durch. Tja. Die sind ein bisschen ernst. Vielleicht muss ich erst zu denen hin. Vielleicht auch nicht. Keine Gefahr. Ach so, ja, das sind sie. Zu denen, wo wir hinwollen. Ah, was gibt's hier? Amulette vom... Ich bräuchte ein geiles Artefakt, prinzipiell. Na gut. Schauen wir mal. Zentauren. Befreit die Zentauren. Tja. Nicht so einfach. Gut, mit 20 Rakshasa wäre das alles kein Problem mehr. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier einen Cut und beim nächsten Mal werden wir uns... Tja, wem am Ess es wird... Ich glaube, ich schaue erstmal nach links, wie ich da weiterkäme. Dort oben sehe ich die Verteidigung, das brauche ich auf jeden Fall. Und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.